Wir sind heute in Wiesbaden am Schiersteiner Hafen und warten auf unsere Überfahrt. Wir werden die Nacht auf einer bezaubernden Insel im Rhein verbringen und nehmen euch dazu heute mit. Erst werden wir jetzt ein Boot steigen und rüberschippern. Das war unsere einzige Transportmöglichkeit. Selbst wenn wir jetzt wegkommen wollten, bis morgen früh wird das hier nichts. Wir haben jetzt das Zelt aufgebaut und es wimmelt schon überall von Stechmücken. Es war eine super schlechte Entscheidung von mir, nur eine kurze Hose mitzunehmen. Ich habe noch eine lange dabei, aber kein Mückenspray. Also wir werden hoffentlich nicht zu sehr verstrochen wie so ein Streuselkuchen morgen aufwachen. Julia lacht noch, weil sie innerhalb des Mückenzeltes schnitzt. Ja. Vielleicht sieht man es auf der Kamera. Es schwirrt überall. Ja. Ich bin nur noch am Umschlagen. Wir nehmen euch jetzt mit auf die erste Erkundung der Rettbergsaue. Das ist nämlich die Insel, auf der wir hier sind. Und wenn ein bisschen Lüftchen geht, sind da plötzlich die ganzen Fliegen um einen rum. Also drückt uns die Daumen, dass jetzt einfach mal ab und zu mal eine Brise kommt und die alle weggepustet sind. Hier fließt der Rhein durch, so ein bisschen abgetrennt vom Hauptzweig. Und hier kann man so schön mit den Füßen rein, da drüben baden auch welche. Richtig schön. Julia zieht schon die Schuhe aus, denn wenn wir jetzt ins Wasser können. Schuhe sind ausgezogen. Ab geht's ins Wasser. Wow, und es ist immer schön kühl und angenehm. Oh ja. Ich dachte, es war eiskalt, aber es ist richtig angenehm. Es ist mega schön. Und guck mal hier, wie sich überall der Sand so in so Wellen abgelagert hat. Also wie am Meer. Und wie die Sonne jetzt hier drauf glitzert. Oh, richtig Urlaubsfeeling. Fantastisch, oder? Und das wirklich ein Katzensprung von Frankfurt entfernt. Und wirklich nur 10 Minuten Bootsüberfahrt von Wiesbaden aus. Komm her! Oh, da hat jemand ein Herz genommen. Nicht süß? War der jemand du? Vielleicht. Hier steht jetzt das Wasser, da sieht es nicht mehr so ansprechend aus. Dann gehen wir jetzt ein bisschen am Sandstrand entlang. Es fühlt sich richtig cool an, hier so barfuß einfach lang zu laufen. Ja, schön. Aber guck mal, wie tief man da einsinkt, ne? Hier. Ja. Oh Gott. Das finde ich nicht so cool. Es geht echt tief runter. Sieht man das? Eben sah es so aus, als würde es hier plötzlich regnen. Aber wenn man genauer hinguckt, es ist einfach eine riesige Masse von Wasserläufen. Schaut mal, ob ihr die auf der Kamera seht, wie die hier rumwuseln, alle miteinander. Sieht richtig abgefahren aus. Wir schlagen uns jetzt ein bisschen in den Untergrund. Tja, Matthias hat sich für die Variante entschieden. Ich für die, weil ich nicht damit in meine Schuhe gehen möchte. Deswegen geht's bei mir im Buttshake weiter. Jetzt sind wir hier an so einem kleinen versteckten Sandstrand. Es sieht alles sehr malerisch aus. Ich habe Julia wieder gefunden. Sie war plötzlich weg. Ich habe den Endgegner gefunden, wo ich dann sage, okay, nee, jetzt möchte ich nicht mehr barfuß weitergehen. Brennnesseln. Aber das Gute ist auch, ich stehe gerade in den Brennnesseln, um mir die Schuhe anzuziehen. Das ist vielleicht nicht der genialste Ort. Das ist nicht cool, das ist so ein richtig feiner Sand. Und der glitzert hier in der Sonne. Ist das nicht Wahnsinn? Also ich bin total beeindruckt, was es hier alles in Hessen gibt.
ein kleines Hindernis, das uns allerdings nicht aufhält. Oh, ich versuch's doch lieber unelegant. Vielleicht hält es uns doch auf. Nee. Aber nachdem ich jetzt so gestürzt bin, lieber vorsichtig. Es ist richtig viel los auf dem Rhein heute. Man sieht hier richtig viele Sportboote, Jetskis und Co. Die Ahornblätter angestrahlt werden von der untergehenden Sonne. Das hat schon so ein ganz anderes Licht, in das alles getaucht wird. Bezaubernd. Hier vorne der Sand aufgewirbelt ist und es jongliert richtig von so einem leichten Gold-Braunton dann bis hin in das klare Wasser des Rheins. Schön. Dann kommt sie wieder ein Motorboot. Ja, die machen ganz schön viel Lärm gerade. Ja, ja. Ist nicht nur das Surren der Mücken um uns rum und der zahlreichen Stiche. Es sind auch Motorboote. Ich faszinierend, wie viele Leute hier ein Motorboot haben. Da drüben fährt das Boot, mit dem wir hergekommen sind. Bis morgen. Schaut mal hier, wie der Baum abgebrochen ist. Da sieht man richtig, an welcher Stelle die Bruchstelle war. Und dann ist es zack wie so ein Hebel einmal nach oben. Und da hängt er jetzt. Ja. Aber krass, dass er den anderen Baum auch so direkt getroffen hat. Ja, das Lustige ist ja mit so einer Astgabel. Mhm. Das ist jetzt von der anderen Seite, sieht man es noch besser. Wir kriegen nicht genug davon, gegen die Sonne zu filmen, um das für euch anzufangen. Sieht richtig geil aus. Hier, guck mal, wie das auch jetzt hier der Schattenwurf gerade ist. Ja, wenn man richtig sich toll. Die Wellen anguckt, diese Sandanspülungen. Ja, richtig, richtig schön. Urlaub pur. Langsam kriege ich ein bisschen Hunger. Fangen wir an zu kochen? Sehr gerne. Da die Mücken uns draußen auffressen, schnibbeln wir unser Abendessen jetzt erstmal hier drin und kochen dann nur draußen. Ja. Lieber drin essen, bevor man selbst zum Essen wird. Wir haben eine Dose Tomaten in Stücke, zwei Paprika, eine Karotte, eine Petersilienwurzel, ein paar Kartoffeln, Zwiebeln, einen Würfel Gemüsebrühe. Jede Menge Gewürze und daraus machen wir jetzt einen leckeren Bauerneintopf. Ich habe auch Hunger. Schon ziemlich großen Hunger. Wir würfeln erstmal so ein bisschen die Kartoffeln grob. Und Julia schnippelt die Paprika klein. Und wisst ihr was? Ich habe noch nie im Liegen gekocht. Und zeig mal dein Kochmesser. Für eine Mini-Frau ein Mini-Messer. Unsere Zeltnachbarn sind ziemlich laut. Ist nicht so ganz so romantisch einsam, wie ich das gehofft habe. Aber gut. Und das ist meine Messerhalterung. Matthias, zeig mal, wie professionell ich das hinbekomme. Aber Julia hat es patentiert. Versucht gar nicht erst, das nachzumachen. Ohne dass wir euch einen Grund Boden klagen. Die Karotte schneide ich einfach auch nur grob in Streifen. Die Petersilienwürzel würfel ich klein. Und wichtig bei so einem Bauerneintopf ist, da muss nicht akkurat sein. Muss alles ein bisschen rustikaler. Es darf alles ein bisschen rustikaler sein. Ist alles fertig geschnippelt. Kartoffeln, Karotten, Petersilienwurzel, Paprika und auch die Zwiebelwürfel. Das heißt, wir müssen sie jetzt nach draußen wagen zu den Mücken.
Ich hoffe, die mögen einfach keinen Bauerneintopf und dass wir in Ruhe kochen können. Aber so ganz so sicher bin ich mir nicht, ob das wirklich so der Fall sein wird. Vielleicht müssen ja auch nicht beide von uns raus. Schnick. Schnack. Schnuck. Nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck. Ah! Ich lasse meinen Schätzchen nicht alleine raus. Wir haben leider ein bisschen Öl vergessen. Deshalb versuchen wir jetzt die Zwiebeln mit Wasser ein bisschen anzuschwitzen. Scheint zu funktionieren. Es riecht auf jeden Fall ordentlich nach Zwiebelchen. Muss beim Gas immer so aufpassen, weil alles immer so mega schnell geht. Es riecht schon so ein bisschen verbrannt, da auch noch ein bisschen Wasser hinterher. Wir haben es sehr gut gemeint mit der Portion. Man kann schon gar nicht mehr umrühren. Pfeffer, Kanuschan. Ein paar weißer Pfeffer, wir haben wieder noch schwarzen. Salz natürlich. Bisschen Knoblauch. Paprika edelsüß, finde ich immer sehr gut. Na, da kommt gar nichts raus. Jetzt. Und hier drüben haben wir noch Petersilie, das passt eigentlich auch immer. Kräuter der Provence oder Salatkräuter? Kräuter der Provence. Sag's nur mal richtig. Kräuter de Provence? Oui, oui. Merci, Chemie. Das ist Teamwork hier. Einmal Topf halten und rühren. Wir lassen es jetzt köcheln, bis die Flüssigkeit ein bisschen weg ist. Essen ist fertig. Gut, es brodelt auf jeden Fall. Das heißt, ich werde nicht drum herum kommen, um mal kurz zu pusten. Das ist nichts blöder, als wenn man sich beim Essen ein bisschen was verbrennt. Lecker. Und die Karotten haben genau den richtigen Biss. Und dazu gibt es noch ein alkoholfreies Radler. Da freue ich mich jetzt auch drauf. Das ist eine perfekte Kombi. Tada! Wir haben uns noch was vom Bäcker zum Eintopf geleistet. Vom örtlichen Bäcker. Es sah aber alles fantastisch aus. Also? Und die Verkäuferin war sehr nett. Man hat sich sehr über Egon gefreut. Und dass er heute mit uns schalten geht. Ja. Tja. Und er war wohl das erste Zebra, das bei ihr eingekauft hat. Der Topf ist noch nicht mal halb leer und wir kämpfen schon. Er ist einfach viel zu warm für das warme Essen.
Ja, wir hatten heute wieder Temperaturen an die 30 Grad und dann dieser heiße Bauerntopf. Aber ist schon sehr lecker, ne? Also es schmeckt hier mit frischem Gemüse. Wir haben es selbst geschnibbelt. Matthias hat eben hier so schön gekocht auf dem Kocher. Also es hat schon ein ganz anderes Feeling. Wir versuchen jetzt nochmal die Abendstimmung für euch anzufangen. Ja, es ist super, super schön. Man sieht, dass es sich ein bisschen alles ruhiger wird. Also außer den Gästen drumherum. Ja, außer den Gästen direkt neben uns. Die werden nicht leiser mit der Abendstimmung, sondern lauter mit der Abendstimmung. Genau, aber wir drehen uns jetzt einmal ganz, ganz fantastisch und man sieht ja schon im Hintergrund, wie einfach die Lichtstimmen ist. Toll, oder? Und man sieht hier langsam den Sonnenuntergang, denke ich, auch in die perfekte Richtung da vorne. Wir versuchen jetzt einmal hier um die Aue drumherum zu laufen und nochmal einen anderen Blick auf den Sonnenuntergang zu haschen. Und jetzt sind auch die Letzten aus dem Wasser gegangen. So, die hartgesottenen Kinder. Zwei Kinder haben sich echt lange ausgehalten. Ich glaube auch nicht, dass sie jetzt freiwillig raus sind, sondern die wurde wahrscheinlich gesagt, ihr seid jetzt kleine Eisklumpen. Jetzt so langsam. Super schön. Wenn wir euch nicht gesagt hätten, wo wir sind, in welchem Land hättet ihr uns gerade vermutet? Eine sehr schöne Stimmung, aber auch ein bisschen gruselig. Ab und zu hört man was hier knacken im Wald. Auch wenn man weiß, okay, auf dieser Insel werden wahrscheinlich keine Wildschweine und Bären existieren. Aber das ist trotzdem so ein bisschen so creepy. Und das Knacken hört sich immer genauso an, als wenn uns jemand verfolgt. Ja. Sieht aus wie am Meer, also als wenn wir irgendwo, keine Ahnung, im mediterranen Raum gerade am Meer stehen. Wir sagen gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf gut. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Nacht war ein bisschen kurz. Ja, und nicht, weil wir Party gemacht haben. Bei uns war Kontrastprogramm, wir haben versucht zu schlafen. Ja, wir wollten euch diese Insel ja so als Naturparadies präsentieren, aber das Partyvolk nebenan hat es eines anderen belehrt. Also ich weiß nicht, ob das einfach jetzt nur durch die Sommerferien ist oder generell so an den Wochenenden. Also es war schon echt heftig. Also und jetzt heftig im Sinne von, okay, also es gab eine Disco-Kugel, die ab und zu unser Zelt bestrahlt hat und die entsprechende Lautstärke. Und immer, wenn man dachte, das ist jetzt das Maximum, kann erstmal die Karaoke-Box raus. Und als wir dann dachten, oh Gott, jetzt kann es nicht mehr schlimmer werden, haben wir da noch das Wuhu-Sela gehört. Also es war wirklich... Also wir haben einfach nur gelacht, weil wir gedacht haben, eigentlich uns vorgestellt haben, so richtig schön idyllisch, wie gemeinsam abends im Zelt auf dieser Insel, im Naturschutzgebiet. Und hier alle drumherum hatten andere Vorstellungen, wie sie die Nacht auf dieser Insel verbringen. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, wow, die Insel ist abseits, sie stören keinen mit ihrem Lärm, es gibt keinen Platzwart, der abends aufpasst, das nutzen wir. Und ja... Wir hatten da unterschiedliche Erwartungshaltungen oder Intentionen, würde ich mal benennen. Ja. Naja. Kaffee ist fertig. Barista Matthias hat gezaubert. Und was gibt es dazu? Den Mini-Mauer-Kuchen. Und da die Mückenplage immer noch wütet, frühstücken wir jetzt halt. Ja. Wir werden nachher gucken, dass wir fluchtartig die Insel verlassen.
Wir packen gerade zusammen, um die erste Fähre zurück an Land zu nehmen. Und es schwirrt schon wieder überall. Also wir sind froh, gleich wieder zu Hause zu sein, in der mückenfreien Wohnung. Vor allem normalerweise haben wir immer beim Tracking unseren Mückenschutz für das Gesicht dabei. Und heute bräuchten wir nicht. Wir warten gerade auf unsere Fähre zurück nach Wiesbaden. Und sind damit auch am Ende unseres kleinen Mikroabenteuers angekommen. Es war auf jeden Fall anders als erwartet. Statt der idyllischen Zweisamkeit hier auf der Insel ist es eher etwas Partymusik, was wir so in der Form nicht erwartet haben. Aber es war trotzdem sehr, sehr schön, einfach so eine kurze Auszeit in den Zug zu steigen und das Zelt aufzubauen und einfach raus zu sein aus dem Alltag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Abfahrt.